Ja, was eine Volksseele ist. Eine Volksseele ist der Spirit, der Geist, der über den Menschen und in den Menschen wohnt, die sich einem Volk zugehörig erklären. Und jetzt kann man sagen, wir haben im Moment, auch dadurch, dass unser Volk gar nicht existiert, sondern ja immer verwaltet wird und die Rechte dieses Volkes nicht entfaltet sind und die Menschen sich nicht einem Volk wirklich zugehörig erklären können, weil es gar keins gibt, wir haben hier keine Volksseele. Unsere Volksseele schläft oder ruht und das kann man sagen, das ist, denke ich, auch so. Und vielleicht ist es auch das, was ich wecken möchte. Ich möchte die Menschen wecken dazu, dass sie wieder aufstehen und für ihr Volk und für ihre Volksseele präsent sind. Das ist zum Beispiel so, dass die Volksseele ihre Lieder hat, ihre Riten und Regeln. Wenn ich jetzt weiß, dass in unseren Kindergärten und Schulen die ganzen katholischen Glaubensbücher zu Ostern, zu Weihnachten nicht mehr hervorgeholt werden dürfen und im Schrank stehen und die Erzieher da gar keinen Zugriff mehr haben, dann ist etwas gegangen und ist etwas vergangen und etwas Neues ist geplant, was wir, glaube ich, noch nicht so in unserem Volk bewusst sehen. Aber die Frage ist eigentlich, was ist das Volk oder der ursprüngliche Spirit unseres Volkes denn wirklich? Es ist ja nicht zufällig, dass Weihnachten zur Winterwende gefeiert wird, dass Ostern gefeiert wird und es hat gar nichts mit den christlichen Ursprüngen zu tun. Und wir sollten vielleicht einmal wieder darüber nachdenken, dass wir unsere Kinder wecken und ihnen sagen, ihr seid wert, ihr habt eine schöpferische, kreative Seele und wir fangen jetzt mal an, uns von diesen oktroyierten Schuldgefühlen der letzten Kriege zu lösen und leben wieder unser Volk und unsere Volksseele und holen uns dazu auch unsere Rechte wieder, unseren Geist und unseren Spirit. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir wieder singen auf den Straßen, dass unsere Kinder wieder die Lieder kennen, die zu uns gehören. Und dass wir ja eine Welle auf den Weg bringen, der zeigt, ich bin stolz, hier wieder zuzugehören, zu den Landschaften in den deutschen Landen. Und wir wieder leben können, was der Charakter dieser Volksseele eigentlich oder was dem Charakter dieser Volksseele entspricht.